Ali Retro, der eine YouTube-Kanal. Jahr 2021, Schnee, Eis, Kälte, die ganze Welt ist erfroren. Aber wir sind trotzdem auf der Straße, um unseren Street-Vlog für unsere Fans zu drehen. Leute, es gibt viel zu erzählen. Es ist viel passiert. Es gibt auch eine Planänderung. Ich habe gute Neuigkeiten, aber auch schlechte Neuigkeiten. Die Krähen hier mal ein Viertel wollen mitreden. Aber ihr wisst doch, Wölfe fliegen nicht mit Tauben. Die Krähe weiß es. Deswegen bleibt dran und freut euch auf das Thema, was heute kommen wird. Alle Trähe, filmen den Sonnenaufgang. Wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt halt auch gute Themen, wie zum Beispiel, dass wir weitermachen. Unser Programm wird sich auf jeden Fall noch ausbreiten. Das kann ich noch nicht alles hier sagen, denn der andere Kanal muss noch vorbereitet werden. Auf jeden Fall, das ist die gute Nachricht gewesen, dass wir 2021 viele Ziele vor uns haben. Mit der Pandemie zusammen trotzdem so Dinge noch weiter durchzuziehen, wie letztes Jahr auch. Vorletztes Jahr genauso. Und das Wichtigste von allen, was für uns halt ausschlaggebend ist, ist als schlechte Nachricht, es ist sehr kalt und viele, viele Menschen sind momentan alle obdachlos. Also sehr viele Menschen sind obdachlos, leben auf der Straße, sind geflüchtet in die Einrichtungen, dass sie dort noch schlafen können, dass sie nicht draußen erfrieren, nicht den Erfriertod erleiden müssen. Wenn sie erfrieren tun, sind diese Menschen leider jetzt auch in den ganzen Einrichtungen reingegangen und niemand interessiert sich wirklich für diese Leute. Leute, schaut mal, jeder Mensch hat in diesem Leben gute und schlechte Momente. Und manchmal haben manche Menschen sehr schlechte Momente. Und diese schlechten Momente dauern halt an. Und weil sie halt andauern, darf man diesen Menschen nicht einfach so behandeln, ob man sie nicht sehen würde. Wisst ihr, was ich meine, tue? Es ist wichtig. Jeder von uns kann in diese Situation auch fallen. Jeder von uns kann von heute auf morgen obdachlos werden. Und wenn wir nicht anfangen, obdachlosen Menschen wenigstens ein bisschen etwas zu geben oder für sie uns ein bisschen einzusetzen oder über sie nachzudenken, dann was haben wir denn für ein Leben? Wir können auch nicht den ganzen Tag für AMG leben. Wir können auch nicht den ganzen Tag für Gucci Prada leben. Das funktioniert doch nicht. Ich sage ja nicht, dass du dir nichts gönnen sollst. Gönn dir. Wenn dir die Gucci-Tasche gefällt, dann kauf sie dir. Wenn dir die AMG gefällt, dann kauf sie dir. Bruder, komm! Komm, wir machen einen Vlog, Bruder, komm! Dann mach. Aber vergiss auch die obdachlosen Menschen nicht. Bruder, komm, wir machen einen Vlog. Ey, wie stellst du ein bisschen vor? Also, ich bin der Okan, habe einen Zwillingsbruder. Ich weiß nicht. 25 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ich den Bruder damals gefilmt habe oder dich gefilmt habe. Das war mein Bruder, ey. Ich bin jetzt zum ersten Mal mit an Bord. Jetzt ist der andere Bruder hier, mashallah. Zum ersten Mal supporte meinen Bruder Musababe, Urabe. Karali Retro. Er riecht gerade nach Melancholik pur, Mann. Papelgam. Du riechst voll krass. Böse habe ich auch gerade dabei. Du riechst aber zu krass, ne? Böse, meine Mutter hat mich schon getroffen. Also, das war das. Komm, lass mir was drauf. Nino, ich wünsche dir einen schönen Gruß, Bruder. Du kennst den Duft schon, Bruder. Den hast du selber zu Hause. Nino liebt dich. Der ist böse. Der ist echt böse. Ja, schönes Wetter, wir haben Freitag, du weißt, wir haben gechillt heute. Geht mal mittags raus, Bestes machen kann. Das Wetter genießen, coole Brüder auf der Straße treffen, wie dich zum Beispiel. Der weiß Bescheid, der ist alter Fuchs. Urabe, supportet ihn, propst ihn. Karali Retro YouTube, auf jeden Fall abonnieren. Wo sind die Abos? Wo sind die Abos? Wo sind die Abos? Wir müssen wie Nishi machen, so. Mit Çeşme, Börek und Künefe und so. Okay, aber das wird dann bei uns fake. Wir sind Straße. Wir sind Straße, wir können das nicht vorspielen. Nein, Bruder, geht nicht. Geht nicht, Bruder. Kann ich was fragen? Ja, gerne. Mein Thema ist momentan die Obdachlosen auf der Straße. Okay, interessiert mich. Es ist extrem kalt. Ja. Was denkst du? Also, ich habe schon vieles drüber nachgedacht. Ich habe die auch, die Menschen, okay, gute Fleiße sollte man nicht propsen oder erwähnen.
Aber ich bin auch schon mal mit meinen guten Freunden auf der Straße gewesen, zum Beispiel am Plärrer. Okay, das sind zwar Alkoholiker, aber man weiß nicht, was dahinter steckt. Das ist egal. Das ist egal. Der Mensch an statt sich du ihm ein Bier gibst, holst du ihm von Urfa oder Sultan, je nachdem, ein Döner. Genau. Stellst ihm hin, hast du da ein Klamotten, was du nicht mehr anziehst, was dein Schrank nicht mehr braucht. Stellst ihm hin, stellst zur Verfügung. Sollte man respektieren. Habt ihr gehört? Ihr könnt auch Kleidung von euch selber, was ich mir tragen. Ein T-Shirt. Auf jeden Fall. Waschen, zusammenfalten. Jacken, die wir gar nicht mehr anziehen. Einfach bevor geben. Die im Schrank vergammeln, einfach mal geben, auffrischen, die Leute ein Lächeln schenken, das war's. Es ist so kalt, es war schon sehr lange nicht mehr so kalt wie jetzt. Ich lese die Nachrichten, da denke ich mir, krass, da steht, Obdachlose bannen um ihr Leben, sie möchten nicht den Erfriertod erleben. Das ist so krass. Das stimmt. Vor allem vor ein paar Tagen, wie viel Minusgrad hatten? Minus 22 Minus war. Du sagst es in der Nacht. Diese Kälte. Wir daheim, wir tun unser 5 auf 7 wollen wir schrauben, obwohl es nicht geht. Wo und ist die Decke drüber, Oberteil drüber? Und da musst du dir mal vorstellen, was die Menschen. Mitten auf der Straße und unter der Brücke. Unter der Brücke. Schnee, mitten im Schnee. Also, wie gesagt, Leute, schaut dafür, dass die Leute jetzt was zum Anziehen bekommen, zum Essen bekommen. Natürlich nicht neue Klamotten. Ihr müsst nicht eure neuen G-Star-Klamotten, D-Squared oder je nachdem verschenken. Nein. Ihr habt ja bestimmt daheim Sachen, was ihr nicht mehr braucht. Und ihr gerne mal, wenn es auch nicht Marke ist. Zum Beispiel, ja nicht zum Beispiel, nein, zum Beispiel, wir sind 25 Personen. Jeder gibt 2 Euro. Wir haben schon 50 Euro. Damit kurz einkaufen gehen. Wo? In den Second-Hand-Laden. Wir helfen ganz an easy, ganz Laden. Easy. Haben die Sachen günstig, aber ob da jetzt die günstigen Sachen ist, weiß ich auch nicht. Letztens war ich Secondhand-Laden drinnen. Okay. Ich bin reingegangen, ich schaue mir die Sachen so an. Okay. 45 Euro, 56 Euro. Die überbieten ich denke mir so, Secondhand? Was? H&M ist schon günstiger. Günstiger, ich denke. Ja, H&M hat ein Angebot für kleine Kinder. 15 Euro, siebenteilige Überraschungsbox. Wie C&A zum Beispiel, ja, ne? Die ja. haben ja auch Oberteile oder Pullis, so nimm 2, kriegst einen Geschenk. Genau. Also wie gesagt, man sollte sich schon nachdenken oder drüber den Kopf machen, dass die Menschen auch einen Wert haben. Wallah, schaut mal, diese Leute sind sowieso auf der Straße. Sie haben die Hoffnung fürs Leben total aufgegeben. Egal, ob sie jetzt Alkoholiker sind, drogenabhängig sind. Es gibt ja sogar welche, die trinken nicht mal Alkohol. Ja. Die nehmen nicht mal Drogen. Ganz die andere auch Probleme. Ja, klar, klar. Die haben ganz andere Deshalb Probleme. Deshalb keine Vorwürfe erstmal. Und ja. Ich denke, Hilfe kennt kein Geschlecht oder Rasse oder. Ich helfe nur einem Menschen, der clean ist zum Beispiel. Ja, Bruder, gibt total keinen Sinn. Menschen, die clean sind, bekommen ja sowieso schon Hilfe. Ich denke eher ganz im Gegenteil. Die wenn du solche unten. Menschen hilfst, die ganz unten sind, ganz unten. Allah gibt dir das, dass du jetzt mal aufsteigst. Das ist so. Weil der ist so ganz am Boden. Der ist, im Sumpf drin, ehrlich gesagt. Muss seine Hand hochziehen und bam, komm jetzt. Ein Lächeln schenken. Was geben. Ja? Nehmt euch ein Beispiel an dieser positive Energie, Leute. Hört ihr gerade, diese ganzen Vibes, diese ganzen Props, das ist so wichtig. Weil wir vergessen leider, dass es wirklich Menschen gibt in Deutschland, auf jeden Fall. Auf der Straße leben, denen ist ganz, ganz schlecht. Die meisten sagen ja so, ja, wenn ich in Deutschland lebe und ich dann am Ende auf der Straße lande, da habe ich ja was ganz falsch gemacht. Nein, nee, eben nicht. Das kann bam, am nächsten Tag passieren. Das Blatt kann sich ganz schnell wenden. Ganz schnell, ganz schnell. Und da sind wir auch nicht versichert. Stromrechnung zum Beispiel. Strom. Ich hab gegoogelt, also in Nürnberg. Also ich will jetzt keine Zahl geben, weil es kann sich mal ändern. Aber ein sehr großer Anteil von Haushalten leben ohne Strom. Sogar jetzt momentan. Nein. Er hat gar nichts damit zu tun. Stromrechnung nicht gezahlt. Ah, okay. Hat versäumt einmal, zweimal. Und Energy sagt, okay, wir machen Strom aus. Fertig. Und um anzuschalten, musst du zwischen 100 und 150 oder 180 Euro musst du eine Gebühr zahlen, dass der Mann Monteur dann unten im Keller irgendeinen Schalter dann umdreht. Und er hat, sagen wir, 300 Euro Stromrechnung plus noch das, da fehlen die 500 Euro. Wahnsinn. Wenn du zum Beispiel Hartz IV empfängst oder, keine Ahnung, wenn du alleine lebst und Student bist, es kann ja passieren. Das Leben ist so, man versäumt was so. Und Strom ist aus. Klar. Was jetzt? Oder willst du mal da ein bisschen mehr investieren, denkst darüber nicht nach, okay, ich krieg das schon hin oder ich krieg's wieder rein.
kann ganz schnell gehen. Ganz schnell. Ganz schnell. Kann passieren, ohne Strom. Und wenn du dann auch mal keinen hinter dir hast, sage ich mal, Gott sei Dank haben wir unsere Eltern haben noch. Wirklich, wirklich. Aber was wenn nicht? Was wenn nicht? Nicht jeder ist so. Nein. Nein, deshalb habe ich das Leben auch so zu schätzen. So. Habt ihr gehört? Letztes Jahr das Telefon, ne? Ja. Zum Beispiel, wir haben Stress mit unserer Mutter. Beispiel. Okay. Beispiel. Mama sagt, Lava. Mama will das Beste für uns. Aber stell dir mal vor, irgendwann mal, die Mama, die einen Nerven tut, Beispiel nur, also unsere Mütter sind es nicht, aber ich gebe mal ein Beispiel. Ein Beispiel, Herr. Irgendwann kommt ein Tag, dein Telefon wird nie wieder klingeln, wo steht Anne oder Anne. Das hast du sehr schön. Das musst du dir mal vorstellen. Und das merkt sich oder will es keiner wahrhaben, nein, so in dem die Fall. Schalten ab, ja, automatisch. Lebenslang oder unsterblich. Unsterblich. So was gibt's nicht. Nein. Aber, das kann ganz schnell gehen, aber sogar bei uns. Ja, ein Uhr wird, irgendein anderer Uhr wird dich anrufen oder ein anderer Musab oder ein anderer, ja, Okan. Ein anderer Musab gibt's sowieso. Und weißt du, was ich meine? Ja, klar, klar, ein klar. Ein anderer Ali. Aber nie wieder das Telefon annimmt klingeln. Also wofür dieser Stress mit der Mama oder mit dem Papa, nee, oder nee, 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 mit dem Onkel oder was weiß ich ja nicht. Hand hochheben oder Mund dreckig machen, das steht uns nicht. Für was denn? Steht uns ich nicht. Ich sehe die ganzen Jungs. Ich rede mit ihnen, ich versuche auch mit ihnen ein bisschen so halt den Dialog aufzumachen. Viele sagen immer, ja, Musab versucht zu missionieren. Ich bin kein Missionär, ich bin doch kein katholischer Pfarrer. Ich bin nur ganz normaler Moslem. Ich habe mein Islam, ich habe meinen Sport, ich habe meine Familie, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Kollegen, ich habe Ali, wir machen YouTube, wir haben alles. Eine auf der Straße grüßen dich die Leute. Fertig, ich grüße sie gerne. Gerne, und gehst du auf die Leute zu. Gerne, und die Identität, der Islam ist ja nicht meine komplette Identität. Man muss mich ja nicht immer nur mit dem Islam identifizieren. Nein. Eine Passport-Islam, nein, eine, nein. Ich bin auch ein Mensch, ich bin Mensch wie jeder andere. Und dann rede ich so mit den Jugendlichen. Nur über sie nach, mit ihnen so ein bisschen ihren Kopf anzustrengen. So. Da höre ich so, ja, meine Mama ist so, ja, mein Papa macht so. Das sind so voll die wütenden Menschen, so voll wütend. Ich denke mir so, Alter, du bist 16, 17 Jahre alt. Mama kocht für dich, Papa geht arbeiten. Ich schaue seine Schuhe das an. Kommt aber, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Das kommt wegen schlechter Energie. Negative Energie. Wie kommt das zustande? Von hier kommt, vom Ohr. Handy, Instagram, jetzt sagt man mal, nackte Frauen, sehen halt da mal ein paar Tanker, die andere knutscht mit dem anderen. Er fährt ein AMG oder der andere rappt gerade so, ja, ich hab gekokst durch die Nase, meine Ohren platzen. Ja, ja, ja. Ich wette mit dir, dieser Mann hat nicht in seinem ganzen Leben 100 Gramm Kokain auf dem Tisch gesehen und erzählt, er tut Kilos in der Stadt verschieben. So. Dann denkst du dir, was ist los mit dem? Aber deine Jugendlichen kaufen das ab. Augen so. Augen so und sehen das wie ein Vorbild und wollen nachmachen. Ganz im Gegenteil, die Leute müssen aus der linken Schiene rausziehen, kommen auf die rechte Schiene drauf. Fertig. So einfach. Weil Okan, was bringt, schau mal, wir alle machen Fehler. Ich habe einen Fehler, wir alle haben unsere Fehler. Aber es gibt Fehler und es gibt diesen Sumpf. Ohne Fehler gibt es keinen Mensch. Wir müssen Fehler machen. Schmiedet uns, schleift uns. Definitiv. Wir müssen Fehler machen. Aber in den Sumpf müssen wir nicht reingehen. Einer sagt zu mir, solange ich die Sache nicht probiert habe, kann ich keine eigene Erfahrung, keine eigene Meinung haben. Ich denke mir so, warte mal, was versucht er mir gerade zu erklären? Er versucht halt durch das Gespräch, mich ein bisschen zu manipulieren. Ich höre ihm so zu und er erklärt so, er sagt, wie kann ein Mensch, ohne dass er was probiert hat, über diese eine Sache schlecht reden oder über diese Sache eine Meinung haben? Da habe ich zu ihm gesagt, Bruder, wir alle haben eine Meinung über den Tod. Wir haben ihn nicht erlebt. Aber wir sehen ihn. Durch das Sehen, dass es den Tod gibt, wissen wir, was der Tod ist. Muss ich jetzt erst den Tod erleben, um eine eigene Meinung über den Tod zu haben? Schmarrig. Wenn ich einen Menschen sehe, der sich Teile schmeißt, der, keine Ahnung, der hat noch nie in seinem Leben Drogen genommen, schaut sich ein paar amerikanische Filme an und er fängt mit Crystal Meth an. Diese Nase ist jungfräulich, aber er fängt mit Crystal Meth an. Direktes. Vorbei das Leben. Vorbei. Der hat ein Problem später. Der blickt gar nicht mehr durch. Nicht mehr. Oder diese Crackpfeife. Bei Netflix habe ich die, diese einen Kurzfilm angeschaut. Crack. Boah, der Film ist, diese Kurzfilm ist so krass. Krass, aber. Die Frauen, die sind dann noch krasser abhängig und die gebären dann Babys. Und die Babys dann, kommen ja
Crack Baby kommt krass, darauf. Mann. In Brasilien, in Rio de Janeiro ist es ja berühmt. Da sind die meisten Crack Babys, die auf die Welt kommen. Da denkst du dir, was sind das für Eltern oder die Mama? Krass, oder? Wahnsinn. Arme Frau. Weil dieses Teil, es macht dich zum Sklaven. Wegen Armut, sagt man mal. Alles. Da schätze ich, da denke ich mir, okay, die haben das so halb, so, dass sie kein Essen haben. Ihr braucht Setting wollen, indem sie Drogen nehmen, Appetitlosigkeit. Aber hier die Menschen in Europa, verstehe ich nicht. Wir haben alles in Nürnberg, in Deutschland. Wir haben alles da. Und dass man sich dann so derartig mies zuballern muss, finde ich echt schade. Aber merkst du, zum Beispiel die Leute, die halt finanziell gut sind, sind auch von dieser Sache betroffen, wie auch die, die nichts haben. Genau. Also, das muss man sich mal geben. Also, das hat Geld zu tun. Oder materielles. Oder Geschlecht. Oder Hautfarbe auch nicht. Es ist ein menschliches Problem. Und ja, diese Obdachlosen halt. Ja, auf das Thema wollte ich auch hinaus. Wie gesagt, Leute, merkt euch, geht auf die Straße, nehmt eure Klamotten mit, was ihr nicht mehr anzieht. Ein kleines Brötchen zum Bäcker rüber. Für 1-2 Euro ein Gepäck kaufen, hinlegen, Lächeln schenken und weitergehen. Mehr braucht ihr nicht machen. Mehr nicht. Keiner erwartet doch von dir oder von mir, dass wir die ganze Welt retten. Nein, wenn wir alle unseren Teil machen und wir eine große Gruppe sind. Menschen lächeln, was wollen wir mehr? Hast du die türkische Doku angeschaut? In der Türkei gibt es einen Kanal, das heißt plus 90. Ach so, ja, das Orthodox sagt. Ja, ich kenne das. Ich hab's, also, sie haben viele Dokus. Ja. Mir gefallen die meisten überhaupt. Aber die Dokus, die über Istanbul und Obdachlosen und ältere Menschen. Es gibt Dörfer in der Türkei. Wunderschöne Dorf. Ja. Nur 2 Menschen leben in diesem Dorf. Alle sind in die Stadt gezogen. Diese alten Menschen leben und da ist Schnee wie. Also so 3 Meter und so. 3 Meter. 3 Meter Schnee. Unsere alten Menschen sind dort oder diese Obdachlosen und diese Obdachlosen reden, ne? Das ist, also ich möchte auch, ne? Wir haben ja Karate Retro auch gemacht, nicht nur um halt lustige Videos oder keine Ahnung, Real Talk. Auch für den Real Talk. Also, genau. Wir haben sehr viel Real Talk in Karate Retro, aber natürlich haben wir auch lustige Sachen. Klar, muss ja auch nebenbei sein. Das Leben ist ja aber nicht nur spezifisch das Thema. Ist immer Realität. Real Talk. Und wir wollen ja jeden erreichen. Wir wollen junge Leute, unser Alter, ältere Menschen, alle Geschlechter. Kein Alter. Und bei diesen Doku in der Türkei, du siehst halt dann der Obdachlose und viele sagen davon, was uns am meisten wehtut, ist, dass die Leute uns nicht anschauen wollen. Sie schauen uns nicht an, sagt er. Sie wollen uns nicht in die Augen blicken. Das tut so weh. Ja. Stell dir vor, schau, wir sind hier, dich grüßt jeder, du sprichst mit jedem, alle mögen dich, du magst jeden, alles passt. Und ich stelle mir vor, keiner will mit dir reden. Keiner will dich anschauen. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Voll krass, ne? Habe ich nicht gehabt, um dann so ein Gefühl zu haben. Unvorstellbar. Also. Tut mit nicht. Den Lächeln war richtig gut. Den Obdachlosen ein Lächeln soll, ist eine coole was Sache. Der Urabi jetzt gerade erzählt hat, soll nicht so weit gehen, dass wir die Menschen nicht in den Augen reinschauen wollen. Ganz im Gegenteil, wir schauen in den Augen rein. Wollen die Menschen mit uns reden? Flirten, reden. 2 Minuten hinhocken, mehr nicht. Wasser trinken, Softdrink trinken mit ihm, ein Lächeln schenken und weitergeben. Mehr braucht man nicht. Das war's. So ist es unglaublich. Hast du Instagram? Nein. Hast du YouTube? Du weißt, was ich supporte. Wenn ihr wollt, dass wir nochmal ein Real Talk Thema mit Ockern machen, gebt mir Bescheid, Leute. Ja, auf jeden Fall. Du weißt Bescheid. Grüße euch. Ciao, ciao. Viele Menschen haben so einen schlechten Vorurteil über unsere Hood. Die Leute denken immer, dass wir hier den ganzen Tag nur, keine Ahnung, Kettenraucher sind oder nur mit dem grünen Daumen rumlaufen. Wir haben hier so intelligente und so aktive und so weltoffene Leute. Das ist unvorstellbar. Ich bin sehr froh, dass Okan, ich kenne Okan schon seitdem er 2 Jahre alt ist, glaube ich, ja. Und ich bin froh, dass Okan sich so entwickelt hat. Straight, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist nicht einfach, heute 2021 auch noch solche Gedanken zu haben und stabil zu sein. Macht auch viel auch von zu Hause aus. Aber auch nicht nur die Erziehung alleine, sondern auch, dass man es möchte, dass man es in sich drinnen hat, so zu sein, ist auch sehr, sehr ausschlaggebend. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Aber es war ein interessantes Thema und die Antwort von ihr hat mir sehr.
Schau mal, ich zeig dir was. Wir haben hier, glaube ich, Sub-Zero. Splitter. Krass, ne? Zeig mal die Kamera, Alter. Zeig mal die Kamera. Çok güzel görünüyor. Çok.